Na, hallo meine Lieben. Der Tag hat schon begonnen. Ja, wir stehen noch hier in Bremen. Lassen es uns noch gut gehen. In 10 Minuten ist meine Pause rum. Und dann düsen wir langsam los, schön gemütlich Richtung Oelsnitz. Weil wir ja heute nur noch nach Oelsnitz fahren und dann ist ja Schluss. Dann passiert ja eh nichts mehr. Und Montag laden wir dann erstmal das Leergut ab, was wir heute Nacht geladen haben. Und dann werden wir heute schon noch erfahren, was dann noch passiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was mir berichtet wird von meiner Dispo, was noch gemacht werden muss morgen, Montag. Also auf jeden Fall erstmal das Leergut abladen und dann denke ich mal, dann schaffen wir den Auflieger wieder nach Bamberg. Und dann vermute ich mal ganz stark, dass wir unser Leergut nach Plattling schaffen, was auf unserem Auflieger ist. Also langsam mal vorbereiten zum Start und dann geht's hier los. So meine Guten. Jetzt wollen wir langsam mal Richtung Heimat streben. Das war ja hier gestern mit dem Platz wieder super, dass das so geklappt hat. Beziehungsweise nicht gestern, sondern heute Nacht. Heute Nacht, wenn der Schlüpfer kracht. Nee, wir waren ja, wann waren wir denn fertig? Halb zwei, kurz nach halb zwei. Das war ja schon heute eigentlich. So, jetzt fahren wir hier eine Ehrenrunde. Und dann geht's auf die Autobahn vorne. Der sucht wohl Parkplatz. Der bleibt wahrscheinlich das Wochenende hier stehen. Ach nee, das ist Fahrschule. Ha! Der muss rückwärts einparken, die arme Sau, denke ich mir mal. Das ist Fahrschule. Braucht's das zum Freitag? Eigentlich nicht. Mann, mir bleibt aber auch gar nichts erspart heute. Gerade angefangen und schon wieder Stau. Man sieht aber auch nicht, an was es liegt. Da habe ich überlegt, dass ich das Siemen nicht runterfahre, weil da die Vollsperrung ist wegen LKW-Bergungsarbeiten. Jetzt habe ich hier auf der 27 schon Stau. Bin ja noch nicht immer auf der 7. Mann. Jetzt zügeln wir erstmal gerade lang hin.
Ebene geht's weiter. So ein typischer Freitag hier. Kaum bist du aus dem einen Stau raus, stehst du im nächsten. Ach Mann, 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 das zieht sich wieder heute hier wie Kaugummi. Als ob sie dich auf der Fahrbahn festgeklebt haben. Das schlaue Navi, das will mich hier ständig wieder zurückschicken auf die 7, wo dann unten bei Hildesheim die Vollsperrung ist. Meine Güte, ist das Ding schlau. Oh. Das Vieh hat's drauf. Alter. Irgendwann fahr ich mal mit dem Vorderrad drüber. Ich meine, ich hab das ja hier nur laufen. Warum überhaupt? Aus Langeweile. Aber wenn man das beobachtet, was das hier so veranstaltet, greifst du dir auf den Kopf. Ne Mädels, steht da im Stau. Macht euch nichts draus, ich auch. Ich habe eine 60 Minuten schnellere Route gefunden, hat es mir gerade erzählt. Frage ich mich, wo die lang gehen soll. Naja, ich denke mal, das wird nicht der letzte Stau sein, der mich heute hier begleitet. Ich werde wohl noch den einen oder anderen Stau mitnehmen. Auf der A9 zum Beispiel, auf der A14 gehe ich mal davon aus. Hier runter schicken, hier über die Brücke und hier wieder zurück. Sehr schlau. Vor allem fragst du dich, warum war hier Stau? Ne? Ist unklar. So, meine Guten, jetzt habe ich hier spontan mein Päuschen gemacht. Es ist ja wieder mal der Teufel los hier auf den Autobahnen.
Alter Franz, hier ist ja was los. Guck mal, was hier riesiges rumsteht. Ganz schönes Geschoss. Das ist bestimmt irgendeine Erntemaschine oder irgendwas. Und hier ist einer, der ein Windrad transportiert, ohne Windrad. Ohne Windrad. Ein Windradfahrer ohne Windrad. Ja. Jawohl, putz mal dein Schild. Oh, noch so ein Riesenkasten hier. Ohne Auto davor. Was hier so alles rumsteht auf den Autobahnen. Riesiges Zeugs. Sogar Häuser fahren hier draußen rum, mit Dach hinten dran sogar. Ha! Da fehlt aber auch das Auto. So, meine Guten. Jetzt gucken wir mal, dass wir es bis Elsnitz schaffen in einem Ritt. Ich bezweifle es ja noch. Ich bezweifle es ja noch, dass wir es in einem Ritt bis Elsnitz schaffen. Wir sind halt von einem Stau in den anderen gefahren. Jetzt ist man hier ein bisschen ruhiger. Aber auf der A9 haben sie schon wieder Bambule gemeldet. Naja, erstmal die 14 runterbrettern. Und dann mal gucken, wie es aussieht auf der 9. Wir kommen auf jeden Fall heim heute. Mal schauen, dass wir hier an dem vorbeikommen. Bringt nichts. Sind noch welche davor. Bleiben wir dahinter. Ach, machen wir uns heute schon mal gar nicht heiß hier. Wir kommen auf jeden Fall heute heim, egal wie. Und egal wann. Ich würde mal sagen, so 9:30 herum sind wir in Elsnitz. So, jetzt wird es langsam ein bisschen ruhiger auf der Autobahn. Ist aber ja auch schon nach 18 Uhr. Die ganzen Urlauber sind jetzt alle weg. Irgendwie scheint mich noch auf der A9 noch was Dickes zu erwarten. Naja, schauen wir mal. Also, das war ja heute nicht erträglich mit den Staus. Fing ja schon gleich auf der 27 an. Als erstes. Puff, Stau. Dann ging es ja auf der 7 weiter, dann auf der 2. So, jetzt sind wir auf der 14, jetzt ist es schon nach 6, jetzt beruhigt sich ein bisschen. Der Raps leuchtet aber, wenn die Sonne so drauf scheint, da leuchtet der richtig, der Raps. Ja, und die LKWs sind jetzt auch alle langsam ein bisschen ruhiger geworden. Stehen jetzt auch fast alle auf dem Parkplatz. Also haben wir jetzt freie Fahrt.
sind wir doch schon bei Halle. Ach, hier kommt ja auch noch die Baustelle. Ach, Entschuldigung. Hier kommt ja auch noch eine Baustelle. Meine Güte, mir bleibt aber auch heute gar nichts erspart hier. Die Posthornstraße ist gesperrt. Nicht da. Stand gerade hier dran. Ne? Schilder nicht gesehen oder was? Wegen der Brücke, die sie hier bauen. Hier bauen sie eine neue Brücke von schräg nach schief. A9 Richtung Berlin gesperrt. Wenn ich Richtung Berlin bringe. Deswegen der Baustelle. Deswegen wir auch normalerweise immer über den Harz fahren. Weil wir da nämlich nicht so übers Schkötitzer Kreuz können. Na, bleibt uns doch nicht erspart. Ich hatte es gehofft, ich habe zu früh gehofft. Ja gut, im Moment rollt es ja noch. Noch brauchen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Nee, es rollt doch. Können wir doch nicht meckern. Meine Guten, unsere Reise nähert sich dem Ende. Hier geht's von der Autobahn runter. Ja, es lief dann eigentlich ganz gut, jetzt der Rest. Die kann man nicht meckern. Bin angenehm überrascht, dass es dann so gut lief, auch in der Baustelle. War anfänglich ein bisschen stotternd, aber dann ging's. Dann lief's ganz gut. Nachdem der Anfangsstau überwunden war,
kommt einer groß, der blinkt. Das ist gut. So, da wollen wir uns mal ein bisschen sputen, ne? Meine Guten, wir wollen uns mal ein bisschen sputen. So, meine Lieben, die Woche neigt sich ihrem Ende und es wurde auch Zeit. Es waren schon wieder ganz schöne Aktionen dabei, sag ich euch. Na, sind wir doch schon in Syrien, meine Guten. Haha! Die Reise neigt sich ihrem Ende. Drum heben wir die Hände. Hier ist eine rote Ampel. Komm, mach grün, ich bin da. Nö, will sie nicht. Dann ehmst nicht. Dann bleibst du eben rot. Die kommen hier forsch angebrettert. Da ist ein Fitnessstudio drin, ne? Die machen alle Fitness, damit sie fit bleiben. Der ist bei Rot durch, habt ihr das gesehen? So eine Frechheit. Show in der Drachenhöhle vom 1. Mai bis 31. August. Kann ich nur empfehlen. Die ist schön. Hier hinter geht's zur Drachenhöhle.
Na? Menschenleer die Stadt. Freitagabend. So, meine Guten, wie es aussieht, sind wir noch nicht die Letzten. Hier stehen noch zwei PKWs rum. Da sind noch zwei Kollegen unterwegs. Aber ihr seht, es lichtet sich hier. Es werden immer weniger Aufliegeranhänger. Die ganzen bösen Auflieger, die stehen dann alle da draußen, wo ich euch vorhin gezeigt habe, wo wir uns dann wahrscheinlich auch unseren Auflieger hinstellen und dann mit der Zugmaschine rüberfahren zu uns ins Gewerbegebiet. Wochenende ist mir sicherer, wenn ich Ware drauf habe. Aber was soll's. Also meine Lieben, jetzt ist Schluss, jetzt ist Wochenende, haben wir uns verdient. Also ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir fahren Montag 5:30 hier los. Wir müssen 6 in Treuen ausladen, das Leergut. Weil wir 7 schon wieder, kurz nach 7 müssen wir schon wieder in Oberlosa stehen zum Laden. Also meine Guten, in diesem Sinne, auf wie geht's? Nee, Quatsch. Schluss, Feierabend. Huch, jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Ne, das fehlt mir ja noch. Also schnell heim.